Laserresonanztherapie. Gibt es wirklich eine Therapie, die sanft, aber sehr effektiv Menschen von Allergien und Neurodermitis befreien kann? Bereits in den letzten Ausgaben ließen wir an dieser Stelle Betroffene zu Wort kommen, die nach einem jahrelangen Leidensweg infolge einer schweren allergischen Erkrankung dank der Laserresonanztherapie heute vollkommen beschwerdefrei sind. Was tut ein angehender Landwirt, wenn er auf Heu und Stroh, Futtermittel, Staub und Kuhhaare mit schwersten allergischen Symptomen reagiert? Den Traumberuf an den Nagel hängen, noch ehe er richtig begonnen hat? In Zukunft den Stall nur noch mit einer Gasmaske betreten? Diese Fragen musste sich Stefan Glatz aus Woringen stellen. Denn nur wenige Wochen nach Beginn seiner landwirtschaftlichen Ausbildung stellte er fest, dass er praktisch keinen Stall mehr betreten konnte, ohne sofort richtig krank zu werden. Mit den Nasenattacken und dem Hautausschlag hätte ich mich vielleicht noch abfinden können. Aber meine Augen waren teilweise so geschwollen, dass ich buchstäblich nichts mehr sehen konnte, erzählt der heute 21-Jährige. Der Besuch bei einem Allergologen war wenig ergiebig, er müsse lernen, damit zu leben, lautete der wenig tröstliche Ratschlag des Arztes. Als Stefan Glatz dann noch in einer Zeitung las, dass eine Landwirtin, die unter den gleichen Symptomen litt wie er, sich nicht anders zu helfen wusste, als Stelle ausschließlich mit einer Gasmaske zu betreten, entschloss er sich zu handeln. Ich konnte mich doch nicht damit abfinden, dass mir eigentlich nur noch die Wahl zwischen einer Gasmaske und der Aufgabe meines Berufs blieb. Von einem Bekannten aus Hannover, der ebenfalls an einer Schwerallergie gelitten hatte, erfuhr er von der Laserresonanztherapie. Der Bekannte war seit seiner Behandlung mit dem Saftlaser vollkommen beschwerdefrei. Also machte sich auch Stefan Glatz eines Tages auf den Weg nach München und suchte den Allgemeinmediziner Harry Lenk in seiner Praxis auf. Schon nach der dritten Behandlung konnte ich wieder einen Stall betreten, ohne dass meine Augen trennten und anschwollen, sagt Stefan Glatz. Insgesamt waren 7 Behandlungen bei ihm notwendig, denn es galt, die durch eine Fluoridbehandlung bzw. Zahnversiegelung entstandenen Störfelder im Zahn- und Kieferbereich mit der frequentierten Laserakupunktur zu neutralisieren. Diese Behandlung liegt jetzt ein Jahr zurück. Stefan Glatz ist weiterhin beschwerdefrei und hochzufrieden. Ich bin froh, dass ich Herrn Lenk kennengelernt habe, sonst hätte ich wohl doch noch über kurz oder lang darauf verzichten müssen, Landwirt zu sein. Aloe Vera statt Fluorid. Herrn Lenk gehört für immer unser Dank. Dies sind die Worte eines Vaters, der ein Jahr lang in tiefster Sorge um seinen Sohn war, bis die Laserresonanztherapie den kleinen Leon endlich von seinen quälenden Hauterscheinungen befreite. Seit einer Fluoridierung bzw. Fissurenversiegelung seiner Zähne litt Leon unter schweren, juckenden Ekzemen im gesamten Körperbereich, erläutert der Hamburger Rechtsanwalt Tim Schneemilch, und die Erleichterung über die erstaunliche Besserung des Gesundheitszustands seines Sohns ist ihm immer noch anzumerken. Wie bei Stefan Glatz waren auch bei Leona einige Behandlungen nötig, bis die schädliche Wirkung des Fluorids im Körper neutralisiert war. Doch haben sich die langen Fahrten von Hamburg nach München und wieder zurück in jeder Hinsicht gelohnt. Wir betrachten unseren jungen
mittlerweile als beschwerdefrei. Er isst alles und zeigt auf vermeintlich allergene Stoffe keine auffälligen Reaktionen. Allerdings meiden wir auf den Rat von Herrn Lenkin nach wie vor fluoridhaltige Zahncreme und Kaugummis. Die Zähne werden ausschließlich mit Aloe Vera Zahncreme geputzt, so Herr Schneemilch.